Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, ich habe ein kleines Problem. Und zwar, alles, was ich gemacht habe, scheint jetzt wieder weg zu sein. Das finde ich irgendwie sehr, sehr seltsam. Alles, was wir hier eingesammelt haben, ist jetzt wieder da. Obwohl ich meinen Speicherstand extra geladen habe. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein komischer Bug ist. War da nicht noch ein Zombie sogar in einem Haus drin? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, hier war. Naja, okay. Hier war doch was drin. Ah ja, auch noch was, was wir nehmen konnten. Wenn ich es denn mal anvisieren könnte. So. Ja, es ist wie gesagt sehr, sehr seltsam. Wir haben auch den Molotow-Cocktail plötzlich nicht mehr. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Also irgendwas ist hier komisch. Dann gehen wir nochmal rein, holen uns nochmal das Rezept. Aber ich schaue hier auch nochmal, ob wir die Sachen alle haben, die es hier gab. Über den Fernseher habe ich ja schon in der letzten Folge was gesagt. Beziehungsweise über den ganzen Fernseher, die hier generell drin sind. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Quatsch ist. Warum wir jetzt die Cocktails nicht mehr drin haben, die wir uns ja auch schon erstellt hatten und alles. Ja, machen wir davon auf jeden Fall noch eins, damit wir auch wieder mehr Platz haben. Moment, da war doch gerade noch was. Ach, da unten. Ah, das nehmen wir mit. Wir würden es mitnehmen, wenn das denn mitnehmen würde. So, du darfst aber gerne deine Waffe behalten. Jetzt habe ich keinen Pfeil mehr. Ich dachte eigentlich, ich hätte noch einen Pfeil gehabt. Okay, wir sind sicher. Im Moment. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Nein, alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Genau, alles gut, alles klar. Den Teil oben habe ich ja schon vorgelesen. Hier links hatten wir ja schon bei der Waschmaschine einiges rausgeholt. Das müssen wir jetzt nochmal rausholen. Also ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht, weil ich hatte danach definitiv gespeichert. Und genau das habe ich jetzt auch wieder geladen. Deswegen. Ja, ich begreife es einfach nicht, warum das dann jetzt auf einmal wieder zurückgesetzt worden ist. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass man jetzt nur da speichern kann, sage ich jetzt mal, wo der normalerweise speichert, weil es ist kein automatisches Speichern gewesen. Das habe ich eben ausprobiert. Das kam an der gleichen Stelle aus, wie ich jetzt gerade, wo ich aber gespeichert hatte. Also ich stand ja quasi hier, aber eine Etage drunter. Ach, guck mal. Aber das, was ich hier genommen habe zum Lesen, das hat er drin, offenbar. Da gucke ich jetzt mal eben. Nee, Messerschärfen. Bombennotiz. Tagebuch des Jungen war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Das war das. Das hat er komischerweise gespeichert. Also, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt die Sachen doppelt nehmen kann. Ich war schon kurz davor, Hey, dieses. hast du kurz Zeit? Ja, habe ich. Habe ich. Sprich mit mir. Ich darf nicht mit dir sprechen. Na toll. Hallo, Elli, sprich mit mir. Ja? Ah, jetzt. Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Elli, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Das war's? Das war das Einzige, was ich jetzt nicht mitbekommen hatte beim letzten Mal. Na gut. Aber war trotzdem schön, dass wir das jetzt noch. Oh. Das sieht mir gar nicht gut aus, wenn wir da in die Richtung müssen. Oh. Wir haben 2 Rohrbomben, 3 von den Dingern, 17 Schuss in der Pistole. Was ist hier mit der Waffe? Da würde ich sagen, dass wir erstmal. Ach so. Ja, stimmt, wir haben ja eine neue Schrot von ihm bekommen. Das ist natürlich geil. Würde ich aber sagen, dass wir das erstmal da drin lassen. Und dann auf der anderen Seite die Pistole. So, finde ich ein bisschen blöd, dass die nicht genauso wie da drüber direkt daneben oder da drunter sind, aber. Ja. Hier ist auch noch was. Ich komme sofort. Keine Sorge. Ich muss nochmal eben gucken, ob ich hier noch was machen kann. Dafür haben wir nicht Hilf mir hier mal genug. kurz. Messer haben wir. Okay. Über die Kürbisse rechts hatte ich ja auch schon was gesagt. Ach so, Moment. Wo ist denn unsere. Jetzt haben wir hier einen Backstein nur noch drin. Oder. Ach, da hatten wir die Pfeile her. Okay.
Ah nee, die hängt bei uns auf dem Rücken, die eine Waffe. Aber die kann ich nicht auswählen. Da habe ich nur die anderen drin. Hä? Das ist komisch. Ich weiß auch nicht. Ah! Wenn wir X drücken, können wir damit hauen. Ah! Ich möchte mir nämlich gerne mal ausprobieren, wie das mit den Zombies ist. Ob man da gegen die vielleicht auch ein bisschen Munition so sparen kann. Okay. Was habe ich gesagt? Ach, da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Ach du Scheiße. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Aha. Die laufen aber auch genau da. Der Truck ist da hinten, das geradeaus, ne? Das heißt, kommen wir da rechts rum vorbei? Ich bin mir nicht sicher. Kannst du mir vielleicht mal aus dem Weg gehen, damit ich was sehen kann, Bill? Ich hatte ihn übrigens mal fälschlicherweise, glaube ich, Joel genannt. Oh, die können doch auch sehen, oder? Okay, hinter mir ist auf jeden Fall schon mal nichts. Das ist gut. Das ist gerade eher schlecht. Oh, das ist nicht gut, was ich hier mache. Das ist nicht gut, was ich mache. Das ist nicht gut, was ich mache. Ohohoho. Die andere kommt aber nicht nach hier. Ja, Ellie, genau. Nimm dir erstmal zum Schutz hier dieses Pinnchen da. Ach, da sind zwei. Der dreht sich immer so im Kreis, oder? Warten wir einmal, bis der im Kreis, bis der darüber ist. Dahinter sind noch welche. Ja, ja. Achso, Moment. Nee, das ist der. Okay. Warten wir, bis der einmal im Kreis gedreht hat. Weil ich würde ihn natürlich schon gerne so effizient wie möglich töten. Jetzt kommt der andere. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht sieht. Das wäre nicht gut. Okay, der ist da. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Es wäre nämlich jetzt scheiße, wenn der andere mich jetzt sieht. Ja, komm ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, wann der andere wieder... Oh, das sind zwei. Ja, stimmt. So. Lauf, 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 Joel. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Joel, lauf. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Alles gut mit dir? Der jammert da so rum. Okay, ich hoffe, dass der uns jetzt hier hinter auch nicht sieht. Da müssen wir jetzt wohl warten, bis der jetzt wieder die Runde zurückgekommen ist. Ich weiß nicht genau. Der geht da einmal um den Polizeiwagen rum. Und dann kommt der, glaube ich, wieder zurück, ne? Sieht zumindest so aus. Ne, der geht nach da hinten. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Vor lauter Schreck hier. Wo bleibt er jetzt? Jetzt kommt er wieder zurück. Aber normalerweise wäre es zumindest logisch, dass sie uns hier hinter nicht sehen. Oh. Geh mir aus dem Weg, Bill. Okay, lauf, Joel, lauf, 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 lauf. Oh
Braver Joel. So, links ist jetzt noch diese eine, die man da auch sieht. Ich bin mir halt nicht sicher, wo wir jetzt rum müssen. Ne? Ich bin mir auch nicht sicher, ob von irgendwo noch welche kommen. Das ist halt das Problem. Kommt der? Das ist jetzt die große Frage. Kommt der hier vorne rum? Jetzt geht er wieder nach links. Ne, kommt aber nicht in diese Richtung. Oh, da hinten ist noch einer, das ist nicht gut. Oh, Joel, komm. Alles gut, der Herr. Oder die Dame, es hört sich eher nach einer Sie an. Okay. Also, dahinter ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Und ich meine, hier vorne wäre noch einer. Oder sind das die beiden hier? Bin mir jetzt nicht sicher. Der kommt jetzt nach rechts zurück. Ich muss mal eben schauen, ob der jetzt hier rum... Also da... Obwohl, ne? Vielleicht bin ich auch schneller als er. Jetzt läuft er da hinten rum. Wieso läuft er jetzt da hinten rum? Das ist der aber auf jeden Fall. Stehe ich jetzt so offensichtlich, oder... Geht doch jetzt nach links, ne? Ja. Hey, lauf! Ah! Ich wollte es ja ausprobieren. Nein, was ist jetzt? Wieso hakt das Scheißding so? Oh, komm jetzt auf einmal alle her! Hallo? Lauf! Prügel dich durch, Joel! Prügel dich durch! Das war einfacher als gedacht. Wir müssen ja das stecken. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Also, ich weiß jetzt, dass man prügeln kann und ich weiß jetzt auch, wie man die Dinger benutzt. Sehr schön. Und ich weiß, dass die nach ein, zwei Zombies irgendwie direkt kaputt gehen. Das ist nicht so schön. Oh mein Gott. Wie kommen wir da rein? Das interessiert mich gerade wenig. Mich interessiert jetzt eher... Aber gut, das sind jetzt... Das sind ja alle Zombies hier, ne? Oh. Alter, wo kamen die alle her gerade? Ich habe zwei oder drei gesehen. Das waren sechs Zombies oder was? Was? Ach so, ja, wegen der Leiter wahrscheinlich. Ich bin hier gerade noch beschäftigt, Ellie. Es tut mir leid. Ich muss hier vor allen Dingen mal ein bisschen gucken. Können wir hier... Nee, da können wir aber nirgendwo rein, ne? In die Dinger, in die Autos. Hat auch keiner zufälligerweise irgendwo... Moment. Ein Päckchen verloren. Doch, da hinten, der hat was verloren. Gehen wir mal eben aus dem Weg, Bill. Der eine hat was verloren. Ich glaube, das habe ich eben noch nicht angeguckt. Ach nee, das ist nur... das lag nur auf dem Boden. Guten Morgen. Ja, okay. Dann... Schauen wir mal. Ach so, wir sind übrigens auch richtig gegangen, weil sonst wären wir ja gar nicht rübergekommen. Sehr schön. Auch wenn der Rest davon jetzt nicht so schön war. Wir sind ein bisschen verletzt, ne? Das Problem ist halt, wie viele haben wir davon? Können wir davon? Ja, wir könnten theoretisch noch ein neues machen. Dann würde ich schon fast sagen, dass ich mich einmal verbinde. Und tatsächlich dann nochmal ein neues mache. So. Weil ich weiß halt nicht, was kommt gleich, ne? Du sollst aber jetzt nicht im Endengang weitermachen. So. Du sollst eine Waffe in der Hand haben und kein Verbindezeug hier. So, irgendwo hier, hast du gesagt, ist eine Leiter, Ellie. Wo denn genau? Ich sehe keine. Ich sehe wirklich keine. Ellie, was erzählst du mir? Ach so, ich soll ihr hochhelfen. Ah, okay.
Machen wir das doch. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Da ist die Leiter. Das hättest du auch vorher sagen können, Ellie. Oder ich hätte sie vorher hochbringen können. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Was sind das hier? Ne, kann man nicht nehmen. Ich bin jetzt so ein bisschen, ne? Ich hatte ja schon mal hier so ein Firefly-Ding, glaube ich, hier oben gefunden. Oder war es Munition? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hört ihr das? Sie kommen. Schnell jetzt, Kleine. Oh, okay. Lauf, Ellie, rein. Lauf. Wir holen uns lass mich durch. Und wir machen, dass wir hier wegkommen. Okay. Oh Mist! Sie drücken gegen den Zaun hier drüben. Die Tür ist zu. Ja, wird nicht halten. Ja, dann komm, Ellie. Dann gehen wir woanders hin. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Oh, schieß. Ich würde ja gerne. Oh, fuck. Los, komm! Scheiße. Das wird nicht halten. Bill, jetzt beeil dich! Hilf mir! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Sie haben uns umzingelt! Oh, fuck! Oh, fuck! Wir schleichen uns hinten raus! Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Oh, fuck. Los. Oh, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Also von draußen hoffe ich jetzt mal, dass die jetzt nicht reinkommen. Oh, Bill, ganz ehrlich. Musst du dich immer genau dahin stellen, wo ich gerade hin will? Das ist nicht dein Ernst. Oh, das ist noch mehr. Das ist noch mehr. Oh. Wo willst du dich denn hinten rausschleichen, Bill? Sag mir mal, wo. Ich würde die eine ja gerne erstmal umbringen. Aber da der Klicker jetzt direkt daneben steht. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt da was hinwerfe. Dann erstmal die Pistole wieder. Ja. Oder so ein Klicker, ne? Du hast mich nicht gesehen. Nicht gehört. Du hast mich nicht gehört. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, wo müssen wir denn hin? Das ist ein normaler. Da steht noch ein Klicker. Und hier ist halt noch ein Klicker. Achso, das ist nur eine Flasche, die da liegt. Ja, die Frage ist halt wirklich, wo muss ich hin, ne? Jetzt läuft er natürlich gerade jetzt da rum. Geh doch einfach weiter. Alter. Ich kann mir gerade nichts ansehen.
Hallo, was knallt jetzt hier so? Ich weiß es nicht. Da müssen wir durchschleichen, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Hier geht's durch. Oh, 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 oh. Was meint er denn mit hier geht's durch? Wenn du jetzt auch noch hier durchkommen würdest, das wäre sehr nett von dir. Jetzt kommt der Klicker auch noch hier rein. Nee, doch nicht. Du drehst dich jetzt um und ich schleiche dir hinterher, wenn du rausgehst. Da können wir lang. Den Flur runter. Oh fuck, ist das euer Ernst? Kommen die jetzt hier rein? Oh nee, ne? Oh, die kommen hier echt rein. Oh! Ist das euer fucking Ernst hier gerade? Da ist auch noch einer. Okay, kommt der jetzt noch hier rum? Weil irgendwie, wenn man einen erledigt hat, kommen die anderen ja anscheinend auch alle immer da rein. Okay. Bist du auch so nett und kommst zu mir? Das ist doch ein netter Zombie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind hier noch welche drin? Ich glaube nicht, ne? Jetzt müssen wir nur warten, bis der Klicker hinten ist. Oh Gott, 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 oh Gott. Ah! Da müssen wir durch, oder? Oh mein Gott. Bitte sag mir, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Hilf mir mal damit. Okay, bereit? Achso. Nochmal. Komm schon. Scheiße. Da sind noch mehr. Türen versperrt. Das wird sie nicht lange auf. Das klingt nicht gut. Wollt ihr mich verarschen? Oh nein. Verdammt, was ist das denn? Ein verdammter Bluter. Ein was? Ellie in Deckung. Ich mach das. Oh, oh, oh. Oh, verdammt, was wird da wohl? Ellie hat dich fern davon. Genau. Will, können wir das nicht einfach so machen? Du kümmerst dich um die Zombies? Und ich mich um den? Oh fuck. Oh fuck. Nein, lauf. Ja, genau. So machst du es richtig, Bill. Hier kommt
Oh. Hast du dich jetzt um die Zombies gekümmert? Oh, ich glaube, da sollte ich nicht so nah rangehen. War das? Ja, das ist die nicht. Oh, Victor, 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 Victor. Was frisst ihr denn alles? Oh, ist das euer Ernst gewesen? Ich glaube, das war meine komplette Munition. Alter. Oh, was war das für ein großer Typ? Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Bitte? Oh. Ja, ich, Bill, wir können sofort weg. Hilf mir auf, Joel. Ja, ja, sofort. Ich muss nur mal erstmal gucken. Ich habe hier so viel Munition verballert gerade. Ist ja denn wirklich so gar nichts, was man jetzt noch kriegt, oder was? Oh, ich habe so ziemlich alles ange... Oh, 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 nein, das ist voll. Scheiße. Oh, der hat mich auch erwischt, ne? Fällt mir gerade auf. Wir können... Theoretisch... Ah, nee, Messer können wir nicht mehr machen. Wir können aber eine Verbesserung noch machen. Ja, das ist ja cool. Dann mache ich das doch. Dann ist quasi die Waffe, die ich jetzt dabei habe, ist verbessert, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Ja, geil. Okay. Sonst ist jetzt hier gar nichts. Wollt ihr mich jetzt hier... Oh, nee. Ich komme sofort, Joe. Quatsch. Ich komme sofort, Bill. Ich rede hier schon mit mir selber. Oh, das ist auch voll. Ist hier hinten noch was? Sehr gut, dass ich da noch reingegangen bin. Sehr, sehr geil. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Sehr, sehr geil. Okay, das haben wir noch alles voll. Das, ah ja, da haben wir das eine nicht für. Die Sprengmunition oder was das war. Hab ich da gerade was leuchten sehen? Oh ja. Danke, danke, danke. Das heißt... Ah nee, das ist Wasser. Das sind keine Stofffetzen. Schade. Ich würde mich sonst nämlich ehrlich gesagt... Aber wieso bin ich überhaupt verletzt? Oder hat das Zeug mich irgendwie mal getroffen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier kann ich nichts nehmen. Okay, Kleines. Wir helfen. Bilder hoch. Okay, ich wollte schon wieder Joel sagen. Okay. Hilfe. Los geht's. Gut, kommt schon, kommt. Joel, hinter dir! Verdammte Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, ist das okay, euer okay. Ernst? Was machst du? Oh, verdammt, schieß die ab! Einer ist der Letzte! Mach ihn endlich fertig! Oh, ich hasse diese Dinger! Ich auch! Okay, geschafft, dann los! Komm hoch hier! Moment, Joel. Ich muss mal kurz gucken. Nee, das ist voll. Voll am Bluten hier. Also voll verblutet. Oh, Junge, Junge, Junge. Was macht ihr hier eigentlich mit mir, Leute? Hier lang! Ich hab da doch gerade schon wieder was gehört. Oh, lauf, Joel, lauf. Da hinten ist schon wieder was. Hier, leichte Beute. Hier ist noch eine Leiche. Ja, lauf hoch. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Schnell, Joel. Oh, Mann. Diese scheiß Ellie, dass sie nicht einmal sich bewegen kann, ne? Jetzt geh, Mädel. Lass mich da auch hoch. Das lief ja toll. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. B-
Bell? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sagt Tess, sie kann Lass sich den Job... Lass gefälligst Tess da raus! Ganz das hat nichts mit! Scheiße. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Das sind Bisse. Hier und... Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus. Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Himmel! Ui. Das gehört auch mehr. Ja, Joel. Jetzt gehört es mir. Jetzt nehme ich das. Joel, sag ich schon wieder. Ah! Du hast mein Zeug geklaut und bist weg? Ist es so, Frank? So, ich guck mich aber noch mal kurz ein bisschen um hier. Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was. Ja, das denke ich auch. Ich hab... Ich lass es dich wissen. Ich hab das jetzt nur mit ihm nicht so ganz verstanden. Also, er hatte ja gesagt im Vorfeld, dass er sich um ihn gekümmert hätte. Was für mich so viel hieß, wie dass er ja ihn erschossen hat, bevor er sich verwandeln konnte oder sowas in der Art. Aber offenbar war es das ja doch nicht. Was haben wir denn hier noch? Ach, Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, solltest du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese scheiß Stadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben. Und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast. Ich hab sie. Aber du hattest wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser, als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Okay, die Frage ist jetzt, hat er das jetzt wirklich geschrieben, weil er einfach ein Arschloch war? Oder hat er das jetzt geschrieben... Ja, um es ihm, sage ich jetzt mal, leichter zu machen, dem Bill. Oder war das so seine Art, mit ihm zu kommunizieren? Das kann natürlich auch sein. Genau, schnapp dir die Teile. Und guck mal nochmal, was wir noch machen können. Aber wir haben soweit eigentlich alles. Achso, ich müsste mich eigentlich nochmal heilen. Ja, dann mache ich das doch. Die Taste. So, dann... Machen wir hier nochmal ein neues von. Dann haben wir auch wieder Platz, um da was zu machen. Da können wir auch noch ein neues machen. Gerade die gleiche Taste gedrückt und schon hat man wieder was Falsches. So, das sind nur Munition. Ah, sehr schön. Nochmal Wasser. Wobei mir natürlich das andere lieber wäre. Was wir immer so selten kriegen, hier diese Stofffetzen. Kannst du deine Waffe auch wieder in die Hand nehmen? Dankeschön. Ich will nicht, dass du hier mit irgendwelchen Bomben rumexperimentierst, Joel, ja? Das war die Küche. Da wollte ich sowieso gerade rein. Was ist das hier? Kann man nicht nehmen auf dem Boden. Ah, sehr schön. Können wir eigentlich bald nochmal ein Update machen? Das ist jetzt die Frage.
45, ja, für einen Lauschmodus. Aber ich bin ganz ehrlich, mir wäre die maximale Gesundheit lieber. Ich weiß ja nicht, wie lange ich dann dafür sparen muss. Bereit? Ja, nicht ganz. Ich gucke hier nochmal, Bill, ob ich noch irgendwas finden kann. Nee, ich kann nichts finden. Ja, dann würde ich allerdings sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir sind schon wieder an der halben Stunde dran. Jetzt schaue ich mal eben kurz. Ich würde sagen, die wechsle ich mal. Solange wir keinen Bossgegner haben, sollte das wahrscheinlich besser sein. Ich befürchte allerdings, dass gleich eine Meute hinter uns her sein wird. Weil wenn wir so einen Wagen zum Laufen bringen, das wird nicht ganz ohne Folgen bleiben, nehme ich mal an. Deswegen starten wir einfach mal. Okay, Bill, dann los. Okay. Bill, du sollst ja auch mit anschieben. Leg hier den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass jetzt den Fuß drück auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen. Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt gib Gas. Gib Gas. Und weiter. Bill, hilf mir doch mal hier. Ich kann das nicht alleine. Oh. Da drüben, Vorsicht! Oh Mist! Es sind so viele! Nein, ich kann mir zielen! Nein! Warum musst du jetzt nachladen? Was bist du für ein Idiot? Zum Truck. Oh, was ist das für ein Vollidiot? Wir sind zu langsam. Ja, wir müssen nur bis zum Hügel. Wir schieben Leute ihn auf die Kuppe. Oh, Entschuldigung, Bill. Wir müssen uns beeilen. Schieb weiter. Los, weiter. Ich glaube, die hatten jetzt auch keine Munition. Oh, fuck. Lauf, Joel. Lauf. Du brauchst was Abstand. Hallo? Wieso hat der mich erwischt? Und wieso schlägt der? Jetzt mal weiter. Sie muss auf den Hügel. Oh Gott. Wie viel Munition soll ich hier noch verballern? Leute. Okay, Ellie, halt dich bereit. Okay, Ellie, jetzt starten. Bill, lauf einfach. Lauf. Ja, und die Infizierten hören das auf. Wir müssen in den Truck. Joel, lass es. Wir müssen hier weg. Ja, ich würde ja gerne da rein. Okay, das reicht. Stopp! Lass einfach laufen, okay? Die Kleine hat uns fast umgebracht. Du musst zugeben, sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ihr habt keine Chance. Oh, oh. Hier. Was ist das? Kaum zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quitt? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.